Die
εταιρεία που φοβάμαι και αν μην το πετυχώσω μερικά από το χέρι, και αν μην κυκλοφορήσω, δεν τσιγάζει με αυτό το άνθρωπο να σου πει. Φίλε, δεν πιστεύω ότι παίρνει με ομάδα, γιατί φτάνουμε να μην το είμαστε ακόμα. Δεν πρέπει να κλείσω να το γεγονό κάνω για να μην το κάνω για μάλλον πάνω στο γεγονό για να μην το κάνω ότι θα μάθει να μην θέλει. Ότι θα μάθει να μην θέλει. Ότι θα μάθει να μην θέλει. Thank you.
das war diese Kultur, ja, das war die Art und Weise, wie man das vorhat, diese Unterstützung. Das zweite Wechsel jetzt in der Hinschauung, eigentlich die arabische Sprache an sich selbst für die Schüsse an seinen Stellen, das heißt, so wie das, die haben den anderen Asimi genannt. Das heißt, die Stimme. Wir hatten nur wir können uns aufsuchen. Und das sprach ich die Beste. Und in dieser Sprache, in der Sprache, da war ich nur gut aufsuchen. Die anderen Sprachen sind Batschen, also stumme Sprachen. Und die waren auch stolz drauf. Das ist tatsächlich wahr, dass sie die arabische Sprache befunden von uns ist. Und das stimme ich so an, wo ich dann erreicht, entwickelt dann, dass es davor oder danach auch nicht gegeben wird. Und wir uns haben, wir sagen, dass es nicht in unserem Zweck, dass die der Gottes Wort gewahrt kam als dann, wenn die Sprache wirklich im Ohrstein leuchtet. Ich denke, das hat schon in der damaligen Zeit vor Mohammeds Absage an die Menschen religiös. Also vor dem Advent des Islams gab es auch verschiedene Religionen in der arabischen Welt. Unter anderem gab es Gott zu Anbetern, es gab Atheisten, Christen und auch jüdische Stämme. Zu den Atheisten waren diejenigen, die halt nicht an Gott glaubten und auch nicht an den jüngsten Tag. Und die Christen, es gab die Christen waren in der Minderheit. Sie haben zwar 500 Jahre in Anatolien gelebt und haben auch gepredigt, aber die Araber waren nicht bereit, diese Religion zu akzeptieren. Und dann haben die nächste Religion sind die jüdischen Stämme. Die jüdischen Stämme waren auch schon einigermaßen verbreitet, aber waren auch in der Minderheit. Die größte Religion, die am meisten verbreitet war, waren die ganzen Wiener, die ganzen Anbeter. Die ganzen beteten zwar Götzen an, aber sie glaubten auch an Gott. Und zwar, sie sahen die Götzen als die Mittler an, die dann Gott ihre Gebete übermittelten. Und so waren sie auch einerseits auch diejenigen, die auch an Gott glaubten. Die ganzen Anbeter, also verschiedene Stämme haben ihre eigenen Götzen gehabt. Sie haben ihre eigenen Götzen gehabt, sie haben ihre eigenen Götzen angebetet. Sie haben alle ihren hohen Götzenbild gehabt und ihren eigenen Stamm. Aber von ganz Arabien gab es auch einen großen Götzenbild, der von jedem angebetet wurde. Der war in Mekka, der hieß Hubel. Und die Araber reisten dorthin und machten ihre Pilgerfahrt dorthin und beteten Hubel dort an. Machten ihre Hajj und Umrah dorthin. Und genau, wo das Kanak Abu Bakr ist, da, das, wo das Ibn Abraham und Islam und das Ismail und Islam diese Wände hochgezogen haben. Und an dieser Stelle gab es dieses Haus war vor der Westen gewesen, damals. Und unter diesen ganzen Götzen war auch der große Götzenbild Hubel, den halt alle verehrt haben. Und unter diesen Pilgerfahrten zu einer Zeit gewesen, wo die Araber keine Kriege führen durften. Und dann, wie Janis Zerobar erwähnt hat, dass die Araber sehr gewalttätig waren und halt auch sehr gerne zum Schwert kämpfen. Aber diese 400 Araber hat bestimmt gewesen, dass es Waffenstillstand gegeben haben musste. Und keiner durfte Kriege führen, sodass die Leute, die Pilgerfahrten machen wollten, in Ruhe dorthin gehen konnten und in Ruhe oder anbeten konnten, was auch immer ihre Tradition gewesen war. Und dies war die Situation in Arabien damals gewesen. Also man sieht, dass die Menschheit von der Spiritualität völlig abgeschnitten war. Und Allah Ta'ala sagt auch im Heiligen Koran, es war eine Situation gewesen, Allah sagt, es hat alles versagt auf den Badr al-Bahr. Das heißt, das Verderbnis ist gekommen über Land und Meer. Also es war überall Verderben, die Menschen wollten nur miteinander Kriege führen und ihre Bedürfnisse wollten erfüllen und hatten nichts anderes im Kopf gehabt, außer sowas. Und deswegen hat Allah den Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt und hat damit die verstorbene Welt der Araber wieder erblühen lassen. Demnach hat Allah sallallahu alaihi wasallam
kennen nur den Loha, wir kennen aber Borne Mutia. Das heißt, wisset, dass Allah die Erde belebt nach dem Tod. Und genau dies ist auch geschehen. Das sehen wir, dass nach dem Advent des Islams sind die Araber, die einst Götzen anbeteten, an Allah glauben und in seiner Liebe gelebt haben. Ich sage, wir haben jetzt gerade über die Sinne, dass wir sehen, dass wir etwas mitbekommen. Ich sage gerade auch über die Religion. Und was sagen Sie denn, wir jetzt haben an sich, wir haben eben als Leute mit Film, ein Künstler, die mit Spaß am Leben, aber wir werden halt auch ein paar Leute über den Lebensstil. Die haben nur einige Leidenschaften, dass man denken, und mit Geldspielen ist man auch sehr beliebt bei denen. Und einige andere Eigenschaften, was man eigentlich heute auch verhalten hat, aber mit Geldspielen und Kinken, da haben die sogar auch so, die waren auch stolz drauf. Und je mehr arbeiten konnte, Menschen erzählen könnte, desto hoffnungsvoller werde er und desto bekannt war er als nicht darum. Und die Frau auch nicht wird heiraten und mehrere Frauen zu sich nehmen oder die Dienerin nehmen, zu sich nehmen und praktisch Alkohol und Sex. Und die hier führen, das war nur die kleine Eigenschaft, und wenn man so zusammenfassen mag, vorbereiten uns das ja noch sehr, dass sie gerne lauter. Und genau die drei Eigenschaften haben sie durch Bewegung des Schwan abgehoben. Und das ist ein großartiger Sache, wenn wir haben, das war nicht leicht, das von den Leuten, von Alkohol zu trennen, von Frauen zu trennen und von Bildspielen zu trennen. Und man erzählt es, dass sie. Dass der Prophet Mutters eben ein Mensch gemacht hat, erstmal, weil das war ja bei den menschlichen Zustand, besser hat er den Menschen gemacht und dann die Menschen, die ihn dann erreicht haben, auch oder einfach, und so weiter. Und dann sehen wir, dass er dort auch an seinem Gedicht sehr schönes zuerst gesagt hat, und dann sehen wir uns so, dass die Erde den Araber einen Zustand geändert hat. Er hat gesagt, sie haben dafür Rabattgelder getrunken. Rabatt war eine sehr bekannte Getränk, alkoholische Getränk, was noch reichen getrunken haben. Und sehr viel, ja, in großen Maßen, sogar die haben nicht mehr. Und sie haben Rabatt verlassen oder Kostgelder Rabatt zu trinken. Aber die haben nicht einfach, oder besonders für mich, hat einfach ein Land verlangt, dass sie Rabatt verlassen, sondern er hat einen anderen Geschmack gegeben, einen anderen Genuss gegeben. Seit dem Glauben, ein Lust des Gebetes, ein Genuss des Gebetes, beleidigt er sagen, dass sie nass aufgestanden und in den Nächten gebetet haben. Und er hat diesen Genuss mit diesem Genuss verwandelt und die Araber haben wirklich das angenommen, weil wir auch gesehen haben, dass er auf der Nase ist, Gott sehr befähigt ist und das, was er sagt, dass er dann von dem Gebet und Gott. Und man sagt, dass nach dem Krieg, als er einen Antikonier gesetzt wurde, haben sie weiter auch Alkohol getrunken. Und alles war, das wurde Koran verbürgt, bis Alkohol kam. Dann hat er mit dem Wasser gesagt, dass er das ankontieren soll. Dann hat er bisher durch die Stadt Medina gegangen. Und hat gesagt, dass es heute der Allah, der Gott uns Alkohol verboten hat. Und einige Sachen, die es die Gefälschung von uns und haben hinterher gesehen, dass wir dann nur gehört haben, dass Allah dann nicht das Abholen der Alkohol ist verboten. Und wir erinnern, wir waren am Kinden. Wir hatten so große Gefäße da. Vor allem nicht. Man hat alle gesagt, heute nicht, der Alkohol ist verboten. Und dann hat einer von uns angefangen, Gefäße kaputt zu schlagen. Und
die angesagte Fahrtrechnung aus der Wohnung ist wirklich nachlesen. Also, das will ich die Füße da oben machen. Und dann frage ich mich, wenn man das eben für mich hat, wenn ich mal gesagt habe, warum mache ich das so? Und dann liegt die Bocken in der Wohnung so schön. Das gibt das dann nur so. Und dann habe ich das damit getan und sogar mal mit dem Hunger in diese Schriftereinschaften gefangen. Und man sieht, das ist halt automatisch, dass in der jetzigen Zeit auch die Angst ist, dass man schon mal dann verboten wurde, als war das Zeit gedauert. Und dann wird man dann immer wieder in der Probe der Anschläge, die Leute werden sich dagegen. Und dann wird es sich noch das Vorhaben. Und dazu möchte ich Professor Frage an die Stelle, aber die Frage war sonst nicht gehört. Ich sage immer, die Frau wurde als ein materielles Objekt angesehen. Die Frau hatte kein Niveau, sie wurde niveaulos behandelt. Und die Männer hatten die Frau frei Auswahl, mehrere Frauen zu heiraten, wie er den Fall erwähnt hatte. Also es gab keine Grenzen. Ein Mann hatte verschiedene, mehrere Frauen. Und das war ein normal gewesen, es war nichts Besonderes. Es war sogar so, die war sogar schlechtsprachig in der Form und der hat weggegangen. Aber es ging so weit, dass die sogar die Form, also nicht schädlich über das Material sein, dass die Frau sogar weiter vererbt wurde. Also wenn ein Vater zum Beispiel stirbt, dann wird seine Frau dem Sohn weiter vererbt. Also so lief das dort, dass die Frau oder so als ein materielles Objekt angesehen, dass sie sogar weiter vererbt wurde. Und sie haben geheiratet und haben sich wieder scheiden lassen, wieder geheiratet, scheiden lassen. Und es wurde niemandem übergenommen, dass sie sich wieder scheiden lassen und wieder heiraten. Also es gehört zu den Normalitäten damals. Genau. Und das Interessante ist, was ich jetzt eben gestellt habe, ist, dass die Nicht-Muslime den Islam vorwerfen, dass Islam diese Lehre anführte, dass ein Muslim mehrere Frauen heiraten kann. Aber das stimmt nicht. Es war vor dem Islam so gewesen, dass die Männer viele Frauen hatten. Aber da kam der Islam und hat geändert und hat gesagt, nicht mehr als vier Frauen. Vier Frauen sind genug. Du musst auch mit Gerecht, du musst die natürlich mit Gerechtigkeit behandeln. Es ist natürlich schwer, wenn du zu viele Frauen hast, gibt es schwer zu andere Probleme. Also, das ist ein falscher Gedanke, dass der Islam diese Lehre eingeführt hat, dass ein Mann und ein Muslim und mehrere Frauen heiraten darf, das ist falsch. Die eigentliche Sache ist, dass Islam eine Grenze gezogen hat, dass ein Mann nicht mehr als viele Frauen heiraten sollte. Das ist halt ein Vorwurf gegen Islam. Genau. Ich glaube, das ist schlimm. Und wie ich eben erwähnte, dass die Frauen weiter verehrt wurden und sie nicht nachgetan, ob das die Frau meines Vaters ist oder ob das meine leibliche Mutter ist oder ob das meine Schwester ist, meine Schwester. Das ist ja die gleiche Aufgabe. Deswegen hat auch Gott im Heiligen Koran dann gesagt, Gott hat dann gesagt, meine Karabarokum, dass die Menschen die Frauen heiraten, die ihre Väter geheiratet haben. Und danach hat Allah auch im Heiligen Koran eine große Liste aufgestellt und gesagt, diese Frauen müssen wir heiraten und diese Frauen müssen wir nicht heiraten. Weil es eure Mütter sind, weil es eure Schwester sind, eure Töchter sind. Deswegen hat der Koran aus diesen Tieren einen Menschen gemacht und dann weiter Gott noch an dir, Gott an die Liebe. Also zum Beispiel in den Sechstens-Zweifel, oder es ist auch eine ganze Strafe, die das eigentliche Islam muss dann eingeführt, die Strafe an Jesus. Und danach gab es auch, wie ich gerade erwähnte, dass die zwei Spaß an Frauen hatten, aber selbst wenn wenn eine Tochter bei ihnen zu Hause geboren ist, aus Schande jemanden nicht, also sich nicht zeigen wollen, und sie haben ihre Töchter lebendig begraben, ihre Neugeborenen. Und so haben sie gelebt. Einige Stämme sind nicht als Arabien, gar nicht als üblich gewesen. Aber es waren einige Stämme gewesen, die das praktiziert haben. Und zwar haben sie ihre Neugeborenen Töchter einfach begraben, aus Schande gefühlt. Und sie wollten einfach keine Töchter bei ihnen selbst zu Hause haben. Ich habe so kaum getan, wenn man da eine Frau die Tabelle aber so lange bin ich mit dem Frau und ich habe es nicht. Und genauso haben die Frauen damals auch kein Wahlrecht gehabt. Also
bisschen die Tradition war so gewesen, dass wenn ein Mann stirbt und eine Frau unterstellt wird, dass diese Töchter kein Erbrecht haben. Hätte die Frau einen Sohn gehabt, dann wäre es okay. Ein Sohn ist ein Mann, er könnte keinen Erben haben. Es war so gewesen, dass der Bruder des Verstorbenen zwei Erbrecht einkassiert hat und die Frauen und die Töchter halt mit leeren Händen da standen. So war das immer. Aber wiederum wird dem Islam wieder vorgeworfen, dass der Islam der Frau nur das Handelrecht gibt. Ne? Obwohl es falsch ist, weil sie müssen erstmal den Heiligen Koran richtig durchlesen oder den Islam einmal studieren oder zumindest einmal durchlesen. Nicht nur den Medien glauben oder den Islamkritikern folgen, sondern auch mal selber einmal etwas studieren. Und zwar ist es so, dass es stimmt. Dass die Frau das halbe Erbrecht bekommt. Aber es ist so, dass sie das halbe Erbrecht von ihrer eigenen Familie, sprich von ihren eigenen Eltern bekommt, und die andere Hälfte von ihrem Mann bekommt, von ihren Ehemann. Und das macht er einen ganzen Mann. Also 100% macht das 50% von den Eltern, 50% von den Ehemann. Und das macht dann 100% genau wie dem Mann auch 100% versprochen sind. Und den Eltern. Das Erbrecht eingeführt und nicht abgeschaffen werden. Das ist ja die ganze Schande, die wir gerne geschaffen lassen haben. Wir wissen, dass sie erzeugt und so haben gelassen werden. Und wir hoffen, dass das demnächst wieder mal so kommt. Bis dahin, was wir haben. Liebe Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heute laden Sie herzlich zum zweiten Sendung das Leben des Heiligen Propheten Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam aus dem Muslimstudio ein. In der letzten Sendung, liebe Zuschauer, haben wir über das Volk Arabien bzw. das Leben vor der Geburt des Heiligen Propheten Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam mit dem gesprochen. Wir haben erfahren, dass Arabien schon unbedingt ein zivilisiertes Volk war. Und heute, liebe Zuschauer, werden wir tiefer in die Materie reingehen, sprich, wir werden über das Leben des Heiligen Propheten, bevor zum Propheten wurde, eingehen. Hierzu habe ich wieder einmal meinen zwei Gäste eingeladen, das war Jerry Massari und Herr Lisa, das Name der Kommandantin. Jerry Massari, bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, über den Heiligen Propheten, würde ich gerne wissen, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehörte zu der Nachkommenschaft von Prophet Ibrahim al-Islam. Prophet Ibrahim al-Islam ist der Prophet von dessen Nachkommenschaft, die drei größten Weltreligionen auf dieser Welt zustande kam. Man muss zu verstehen, dass Prophet Abraham zwei Söhne hatte. Der ältere Sohn, die zwei Söhne waren von zwei verschiedenen Ehefrauen gewesen. Der ältere Sohn hieß Ismail und der jüngere Sohn hieß Ishaq. Und das Judentum und das Christentum stammt von der Nachkommenschaft des zweiten, den jüngeren Sohn, Ishaq, ab. Und das Islam stammte von Ismail, das war man sieht, dass der Islam und auf einen Verbindungsversuch konzentrieren möchte ich an diesem Stamm bleiben. Ich habe eben erwähnt, dass Ibrahim al-Islam zwei Söhne hatte. Der ältere Sohn, Ismail, die Mutter von ihm, hieß Hagar. Und der jüngere Sohn, Ishaq, die Mutter von ihm, hieß Sarah. Es war so gewesen, dass als Ismail schon geboren war und noch neu geboren sozusagen, aus irgendeinem Grunde wollte sie Sarah nicht, dass Hagar und ihr Sohn bei ihnen bleibt. Und sie hat Ibrahim al-Islam darum gebeten, dass er sie irgendwo wegschickt. Dann müssen sie noch alleine wohnen. Ne? Aber trotzdem hat es dem Ibrahim nicht gefallen. Er wollte sie eigentlich nicht wegschicken. Aber Gott hat ihm offenbart, dass tu das, was deine Frau dir gesagt hat, dann ist es ein Sinn dahinter. Und es wird auf jeden Fall ein Sinn dahinter sein. Dementsprechend hat Ibrahim al-Islam seine Anweisung Allahs befolgt und hat seine Frau, Hagar und den jungen, kleinen, Ismail al-Islam
mitgenommen und sind zusammen ausgewandert und sie sind dann in das Gebiet von Faran hingegangen. Und dieser Ort hieß, dieser Ort ist dieser Hijaz, nennen wir das heute. Also damals hieß es Mekka und heute ist es als Mekka bekannt. Ne? Genau richtig. Und er hat sie dort hingebracht. Wir müssen ein Bild von diesem Ort machen, denn damals war es nur Wüste gewesen. Es gab dort kein Wasser, man konnte dort keine Nahrung unterfinden. Weit und breit hat man nur diese Sandberge gesehen und nur Wüste, ne? Und keine Siedlung gab es da. An solch einem Ort hat Ibrahim Aslam seine Frau und seinen kleinen Sohn Ismail Aslam hingebracht und ist dann zurückgegangen. Als nach der Zeit die Nahrung ausging von Hagar, dann wurde sie beunruhigt und ist auf Nahrungssuche gegangen und ist hin und her gerannt und hat nach Wasser gesucht, aber hat nichts gefunden, weil es gab da nichts, es war nur Wüste gewesen. Ne? Und sie hat in diesem Zeitspann hat sie 7 Runden gemacht, von einem Berg zum anderen Berg und ist hin und her gerannt und sie hat auch eine große Distanz voneinander gehabt und sie hat aber kein Wasser gefunden. Sie hat Gott angefleht und Gott angebetet und hat geweint und war halt beunruhigt und besorgt um ihr Kind gewesen. Denn ihr Kind war durstig und hungrig, hat nichts gegessen. Daraufhin hat Gott ihre Gebete gehört und hat gesagt, sie hat eine Stimme gehört, was geht zurück zu ihrem Sohn und sie wird eine Wasserquelle finden. Das passiert dann auch, sie ist zurück zu Ismail Aslam gegangen. Er war noch sehr, sehr klein gewesen, ich eben erwähnte. Und da hat sie eine kleine Wasserquelle gefunden. Und diese Wasserquelle der Name dieser Wasserquelle ist heute noch, also die Wasserquelle ist heute noch aktiv und sie wird als Samsam-Quelle bezeichnet. Genau. Und diese Quelle ist in Mekka, genau, also stationiert. Ne? Und dieses Szenario, also wir haben gesehen, wie Gott sie gesegnet hat mit Wasser und wie sie Ibrahim Aslam Gott vertraute und ihre Frau und ihr Kind an einen Platz schickte, wo es keine Überlebensmöglichkeiten, wo man gesehen hat, dass es hier keine Überlebensmöglichkeiten gibt. An so einen Platz hat er sie gebracht und er hat Gott vertraut. Und um dieses Ereignis im Vordergrund zu behalten und um diese 7 Runden, die Hagar um diese 2 Berge gedreht hat, um die noch im Vordergrund zu behalten, wurden diese 7 Runden in der islamischen Pilgerfahrt angeführt. Um dieses Szenario im Kopf zu behalten. Also es ist die Pflicht eines jeden Muslimen, der zur Pilgerfahrt geht, dass er nicht nur die Runden um die Kaaba macht und andere Sachen, sondern er muss auch es ist eine Pflicht, dass er auch die 7 Runden um die 2 Berge macht. Also um das Szenario im Kopf weiterhin zu behalten und zu sehen, wie Allah seine Menschen segnet. Ja, Sie haben das Stichwort von Mekka und Pilgerfahrt genannt. Und da müsste ich jetzt mal ehrlich sein, gefunden haben, weil da was ist die Geschichte der Pilgerfahrt in der Stadt Mekka? Oder von Stadt Gottes aus, oder so Gottes aus, oder Gottes aus, aber es kann ja, sagt man, dass es dort der erste Mensch zum ersten Mal Gott angebetet hat. Und als er dann so weit war, dass er an Gott den Wunder der Welt vorstellen konnte, und weil er erst einmal dort den Gott angebetet hat, wollte er Gott auch diese als Zeichen behalten oder als Zeichen für die öffentliche Menschheit machen. Aber das war noch besser als schon verschwunden, weil es ein Wüste war. Ne? Und er hat andere Maßnahmen einen Befehl bekommen von Gott, dass er das Haus wieder errichten wollte. Und wir kommen zuerst mal zu diesem Thema, dass er bevor der Ismail Aslam da angesiedelt hat, nach Mekka hat es auch noch ein Islam stattgefunden, noch ein Ereignis passiert, dass Ismail Aslam, als er 11 Jahre alt war, hat er Ibrahim Aslam gesagt, ich habe einen Traum gesehen, dass ich dich opfern will. Und er hat gesagt, mach das, was du dir befohlen wurde von Gott. Ich werde mich an Mensch finden, der den Gott gehört hat, der selber Mensch finden. Dann haben wir das am ersten Mal ihn mitgenommen, als auch so ein bisschen weit von seinem Haus, und hat zu seinen Augen, also zugegeben, auf den nächsten Mal, das haben wir mal alle Augen auf.
Und dann hat er Wasserwein denken, wo er schlafen, als er die Stimme hörte. Und hat Stimme hörte, aber du hast das schon. Dann werden wir opfern. Gott sei Dank, du hast meinen Traum schon erfüllt. Diese Traum, dass du dann nicht mehr als Mann schlafte oder ihm wegen Allahs opfert. Du hast ihn dann schon geopfert, als du ein ganz kleines Kind in diesem Ort gelassen hast. Und dann ist es in Erfüllung gegangen, aber weil du im Herzen aus dem Herzen aus irgendwas opfern wolltest, in Gottes Leben, dann kannst du auch am Tier sein und neben aller hier schlafen und am Abend am Spanien. Und dieses Jahr ist auch in die Peter vertraut, dass am Ende dieses Peterfahrt tragen wir diese Ehefest und dann schlafen wir auch noch die Tiere, dass man auch zurückerinnern kann an Abraham und Islam. Und in dieser Zeit war Abraham und Islam auch viel bekannt von Gott, dass er dieses Haus in Arbeit zu tun. Was nach der Zeit verschwunden war. Und dann hat Abraham und Islam und Ismail Islam, wir haben beide diese Ruinen gefunden, nach dem Anleitung von Allah. Und dann haben sie auf diese Ruinen, auf diese Namen, die sie gefunden haben, haben sie wieder Gottes Haus aufgebaut. Mit den Steinen und den Abraham, als ich mein, Ismail war 13 Jahre alt, anders, hat er mit Steinen getragen und jeden Tag mit den Baden haben das Haus Gottes errichtet. Und zum Schluss hatte er einen Stein, dass man Schlüsselstein hatte, und dann an einer Stelle gesagt hat, als Zeichen dafür, dass er da diese Pilgerfahrt anfing. Und heute noch ist dieser Stein da. Und nach dem Aufbau des Kabas hat er über den Islam auch Gebete gebetet. Und die Gebete hat er Koran aufgebaut und an einer Stelle zu der Mekka. Ich nehme ihn nach, ja, das ist nicht wahr. Ich habe einen Teil meiner Machtkundschaft in einem unfruchtbaren Tal, nahe bei Bergen, heiligen Haus angesiedelt. Ein Teil, auf das sie das Gebet verrichten werden, so mache die Herzen der Menschen ihnen zugleich und vertraue sie mit Furchten, damit sie dankbar seien. Unser Herr, du weißt, was wir verhören und was wir kunden. Und nicht ist verbergen vorher, ob auf Erden oder im Himmel. Und du weißt, aber es gehört alle, wenn wir alle achtet. Und dann ist alles, was mir eben in Isaac geschenkt hat, wahrlich. Und mein Herr nicht mehr. Des Gebets. Und dann war er im Befehlten, dass er die anderen Gebeten, die er gemacht hat, beim Aufbau des Hauses, dass unser Herr erweckte unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen die Message verkündete und sie das Bau. Und die Weisheit wählte und sie reinigte, Bericht über mich, der Allmächtige, der Allweise. Wir haben schon nicht alle Gebete mit einem aus, das ist wieder das ist das wichtigste Gebet, was er mit Abraham Islam gebetet hat. Er wurde von Allah aus informiert, dass ein großartiger Prophet kommen wird. Und er hat Abraham Islam sofort gebetet, dass dieser Prophet in seiner Nachkommenschaft kommen sollte. Und der Prophet hat sich mal gesagt, ich bin Gebet des Propheten Abraham Islam. Und also in der Person von Prophet Islam ist das Gebet von Abraham Islam in der Folge gegangen, und es erwecke ein Prophet unter ihnen, der sie reinige und vollkommen Menschen mache. Und dieses Gebet hat er, ist es auch in Erfüllung gegangen und die anderen auch, zum Beispiel, dass er, ich habe mein Nachkommenschaft in und Fruchtbaren gesiedelt und bitte versorge sie mit den Früchten. Und heute, ich glaube, von allen Welten die Früchte, die gehen nach Saudi-Arabien. Dieses Gebet und alle anderen Gebeten sind in Erfüllung gegangen. Was er dann in den Aufbau aus Gottes gemacht hat. Sehr interessant, aber
in einem Koran, der die Malikai, das niedergeschrieben von Gott, das hat auch Mekka, und das ist das, wo es sein ist, ist das, was in dem Koran steht. Und ich dass er einer Gottes Haus zerstören wollte. Es ist Gottes Haus, ja, in sehr viel von Mekka. Damals auch, in vielen Bereichen, dass er nicht so schlimm ist, in anderen Bereichen. Szenario, was der Gott in diesem Sura 4 erwähnt hat,
um Gnade, wenn keiner unten im Gnade so befinden muss, also sagen, dass er bevor sein Gebot dafür gesorgt hat, dass er das Haus bewahrt wird, für den Mensch, der das Gebet vollkommen machen wollte. Und das wäre gut, wenn Jesus sagen, wir müssen wirklich eine Schmutzzeit eines Gerichtsfristen nach der Vorwärts mit einem Bewerbung, also mit dem Gebot, jeweils ein Vorwärts, aber das Leben höher des Heiltes finden. Und ich werde sehr lange, wenn die Leute ein Stück frei haben, wo ich sozusagen alles mehr umwachsen muss, geboren und wie das erkennt hat. Also, wenn die Überlieferung zufolge, es gibt verschiedene Überlieferungen über die Geburt des Heiligen Kröten und Lusten, weil es war eine Zeit damals gewesen, da hat man man hat nicht archiviert, die Sachen, ne? Also man wusste nicht. Also diesem Buch, den wir als Basis nehmen, ist Zwitrat und Nobilien. Und in diesem Buch, wir berichten von diesem Buch, und in diesem Buch steht drin, dass der Heilige Prophet Muhammad zu den Leistungen entweder am 20. August 570 geboren ist oder am 20. April 571. Das ist eher authentisch. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Überlieferungen, aber die sind authentischen. Es wird berichtet, dass der Vater des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, der hieß Abdullah, er ist schon vor der Geburt des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben. Und die Mutter des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Amna hieß, die ist auch gestorben, als der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem sehr jungen Alter war. Er war um die 6 Jahre alt, als auch die Mutter gestorben ist. Ich habe es mal gelesen, als der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kurz geboren war. Die Mutter hatte davon schon geträumt, dass sie ihren Sohn Mohammed nennt. Mohammed bedeutet übersetzt der Gelobte oder der Gepreisene. Und als er die Prinzessin geboren wurde, dann hat sie jemanden zu seinem Opa geschickt, der Abdul Muttalib hieß. Und hat jemanden geschickt und gesagt, mein Sohn ist geboren. Und man hat sich sehr gefreut und hat dann angekündigt, dass man Enkelsohn geboren ist. In Mekka war das damals eine Tradition gewesen, dass die Mütter ihre Kinder nicht selber stillten, sondern es kamen Frauen aus dem Lande, also außerhalb der Stadt, und sie haben die Kinder gestillt. Ne? Mekka war eine Stadt gewesen, die Tradition war deswegen so, weil in den Städten gab die Luft und die Atmosphäre, die war nicht rein gewesen. Und die Sprache, die sie da sprachen, war auch nicht so tiefgründig wie die Sprache der Leute, die aus dem Lande oder aus den Dörfern kamen. Und aus diesem Grunde wurden die neuen Kinder immer außerhalb der Stadt großgezogen. Und es wird in den Überlieferungen kommt, dass Halima, eine Frau, aus den Dörfern kam und aus einem Dorf kam in die Stadt und nach der Suche eines Neugeborenen, damit sie stillen kann. Es war ja ein Geschäft gewesen, dass sie Kinder aus der Stadt holten und sie stillten und damit die Kirche Geld verdienten. Und deswegen wollte sie ein Kind haben, dessen Eltern noch lebendig sind, damit sie ihr Geld gut bezahlen. Und reichen. Aber als sie dann gesehen hat, dass es kein Kind gibt, außer der in einem Gerät aus Lernen, der ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist, und sie wollte auch nicht lernen, nicht zurückgehen, also hat sie ihn mitgenommen. Auch das aussieht. Ne? Sie hat ihn mitgenommen, aber als sie zu Hause ankam, hat sie gleich schon gemerkt, dass ihre finanzielle Lage durch die Ankunft des Heiligen Kröten und in ihr Haus sich automatisch verbesserte. Und sich die Lage verbessert, denn der Heilige Kröten hat so eine spirituelle Aufstrahlung schon in seiner Kindheit gehabt, dass die finanzielle Lage verbesserte. Und die Leute im Hause oder in der Umgebung haben den Heiligen Kröten sehr gemocht und haben ihn auch sehr geehrt wegen seiner Ausstrahlung und er war schon sehr beliebt in der Umgebung geworden. Es war so, dass sie, als der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 Jahre alt wurde, musste sie ihm zurückgeben. Und sie wollte aber aus Herzen nicht, dass er wieder zurückgeht. Aber sie ist dann zurück nach Mekka zur Mutter des Heiligen Prophet sallallahu alaihi wasallam und hat sie darum gebeten, dass er noch ein bisschen bei ihr bleiben kann, damit sie noch weiter hochziehen kann. Also er hat zuerst gesagt, also er hat zuerst Nein gesagt, ne? Also die wollte auch, dass er so bei ihr bleibt. Aber dann hat sie überlegt und gesagt, es ist besser, dass er Mohammed sallallahu alaihi wasallam außerhalb der Stadt erwachsen wird oder groß wird,
aufgezogen wird, wegen dieser Winter, wegen der Luft und wegen der Sprache und alles. Und hat sie ihr dann noch die Erlaubnis gegeben, dass sie ihn mitnehmen soll und wieder auf ihn aufpassen soll. Dann ist sie ihn wieder zurückgegangen. Und in dieser Zeit ist ein spirituelles Ereignis passiert, in diesem Dorf, wo er gelebt hat. Es ist so, dass der heilige Prophet Muhammad s.a.w. hat mit seinen gleichaltrigen Freunden gespielt. Und was passierte? Zwei große Männer, die in weißer Kleidung waren, kamen und haben den heiligen Propheten Muhammad s.a.w. auf den Boden gelegt und haben ihm die Brust aufgeschlitzt, haben ihm sein Herz rausgenommen und haben irgendetwas von seinem Herz entfernt. Und haben das Herz mit reinem Wasser gewaschen und haben es wieder an seinen Platz gelegt. Und dieses Ereignis, diese spirituelle Ausstrahlung war so sehr gewesen, dass die Kinder, die mit ihm spielten, auch gesehen haben, was da geschieht. Aber die Kinder wussten ja nicht, dass es ein spirituelles Ereignis ist und ein von Gott ist. Und sie haben schnell zu ihren Eltern und haben gesagt, hier, da sind zwei Männer, die versuchen, den heiligen Friedenslassung zu töten. Ne? Komm schnell. Und die waren alle beunruhigt und sind alle gerannt und rausgekommen. Und als sie da ankamen, waren die Männer zwar schon weg, aber man hat es an dem heiligen Friedenslassung sein Gesicht gesehen. Sein Gesicht war blass gewesen und hat gesehen, dass er unter Schock stand. Und er war beunruhigt gewesen. Und da haben alle Angst bekommen und haben gesagt, bevor er ihm noch was zustößt, ist es besser, dass wir ihn wieder zurück an seine Mutter geben. Und so haben sie noch getan, sie sind zurück nach Mekka, Lima, hat ihn zurück nach Mekka genommen. Zu der Zeit war er ungefähr 4 Jahre alt und hat ihm dann ihre Mutter wieder übergeben und hat auch gesagt, dass dies was passiert ist und deswegen haben wir Angst bekommen und es ist besser, dass du ihn wieder weiter erziehst. Hier ist eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, eine interessante Sache. Ein Nicht-Muslime, der über den Heiligen Propheten seine Biografie geschrieben hat, er heißt William Yor, er hat die Biografie des Heiligen Propheten geschrieben. Er hat die gut geschrieben, aber es gibt dann einige Sachen, wo er halt nicht die vollkommene Wahrheit erzählt hat. Oder, ja, und wenn ein Mensch die Sachen liest, dann denkt man sich, was für eine absurde Sache ist denn das? Denn der Menschenverstand ist nicht bereit, die Sache zu akzeptieren. Ne? Ich habe das. Der heilige Prophet Nausubillah einen epileptischen Anfall hatte. Und die Medizin weiß, dass wenn man einen epileptischen Anfall hat, dass es gut möglich ist, dass man halluziniert und dass man Dinge sieht, die eigentlich zu der Zeit dort nicht stattfinden oder die es dort nicht gibt zu der Zeit. Ne? Und der William Moore sagt, dass das Ereignis kein spirituelles Ereignis war, sondern es war ein epileptischer Anfall gewesen. Aber da, wenn man es liest, man merkt automatisch, wenn es ein epileptischer Anfall gewesen ist, warum haben dann die Kinder das Ereignis gesehen? Genau, warum haben die Kinder das gesehen, was da passiert? Also ich meine, Person A hat einen epileptischen Anfall und Person B, C und D fangen zu erzählen. Ne? Ich meine, es klingt doch so sowas. Ne? Also das klingt doch klar, dass der heilige Prophet Muhammad s.a.w. keinen epileptischen Anfall hatte, sondern es war ein spirituelles Ereignis von Allah gewesen. Und was er berichtet hat, genau. Genau, richtig. Genau, richtig. Und von seiner Kindheit aus sieht man auch, dass Allah Ta'ala ihn von jedem Unheil beschützte. Man sieht, dass er hat einmal vorgehabt, einen Zirkus sich anzuschauen. Und als arabische Kultur war gewesen, dass sich Leute zusammensaßen und heute ein Zirkus war, ne, sozusagen. Der heilige Prophet hat sich entschieden, dorthin zu gehen und anzuschauen, was da los ist. Und der heilige Gott, das ist schon wirklich so vorbestimmt, weil dass er später Prophet werden wird, hat Gott ihn so aufgehalten, dass er, als er auf dem Weg war, müde wurde und Gott einschlief, dass er gar nicht an diesen Zirkus ankommen konnte. Und so hat Gott ihn von diesen Sachen bewahrt. Es gibt zweimal solche Berichte, dass er zweimal in seinem Leben an Gedanken hatte, dass er an solchen Sachen teilnimmt, aber er ihn immer wieder beschützt von solchen Sachen. Und dies ist auch ein Beweis dafür, dass der heilige Prophet Muhammad ein Prophet, ein wahrer Prophet Allahs ist. Denn Allah hat den heiligen Prophet aufgefordert, als Beweis zu sagen, im Koran sagt Allah, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Das heißt, ich habe unter euch, wie die Übersetzung ist, ich habe für wahr ein Menschenalter unter euch gelebt, bevor meine Ankündigung des Prophetentums, wenn ihr denn nicht begreifen. Also der heilige Prophet präsentiert seine Kindheit und
sein Leben vor Gedanken nicht befinden, als ein Beweis dafür, dass er dazwischen ein reines Leben geführt hat. Und es auch klar ist, dass er auch danach ein reines Leben führt. Wie kann es sein, dass er sein ganzes Leben nicht gelogen hat und nicht so etwas angefangen hat und kein Menschen gelogen hat, aber auf einmal über Gott anfängt zu lügen? Ne? Dies wird auch als Beweis gezeigt. Und dies ist kurz formuliert, die Kinder des Heiligen Propheten, und so was haben wir gesagt. Ob das merkwürdig ist, wir beginnen es am Ende unserer Sendung und wir greifen in der Nation. Und bei nächster Sendung der Zuschauer werden wir noch mal diese noch fortsetzen, indem wir über die Jugend des Heiligen Propheten, so was haben wir ansprechen. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.